So, es geht weiter. Ihr seht meinen Arbeitsplatz. Mein Controller liegt da. Mein Ausdruck liegt da. Mein Ausdruck hat mir Smarties für die 4 Schaltelemente gesucht. Und für den Rest werde ich mir jetzt was ausrollen, einen schwarzen Fondant, und habe mir hier schon die entsprechenden Motive gesucht. Und zwar werde ich für den hier das hier nehmen. Und für den hier das hier, also das brauche ich jeweils einmal. Und dann muss ich noch schauen, was ich mir hierfür ausgesucht habe. Da habe ich mir den hier ausgesucht und für das kleine hier. Und das Ganze werde ich jetzt also ausrollen und erstmal mir auskneten. Ich mache mit meiner kleinen Fondantrolle. So, brauche ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ne? Nicht zu dicke, nicht zu dünne. So. Ich glaube, das passt schon. Und damit werde ich jetzt, wie gesagt, einmal den hier ausstechen. Einmal den hier. So. Den werde ich mir auch gleich formen. Die zwei kleinen. Hopp. Und hopp. Oh, der ist meine zerdrückt worden. Muss ich nochmal machen. Danke. So. Super, Moritz. Weiter, noch die beiden größeren. Mit dem hier. Ja, geil! Weggerollt ist er. Da ist er. Und der hier. So. Damit habe ich erstmal alle 4 Teile ausgedruckt. Kurz mein Schwarz mal wieder hier reinmachen, damit es nicht austrocknet. So. Und werde jetzt erstmal die Teile in Folie legen, damit sie nicht austrocknen. Das ist mal sehr wichtig, dann könnt ihr weiterarbeiten damit. Hallo, Basti. Und zwar. Basti. Sind bis jetzt alle Formen sehr schön. Hallo. So, aber ich arbeite sie noch ein bisschen nach. Wenn sie nicht glatt genug sind, kann man sie jetzt hier richtig schön rund arbeiten am Rand. Das ist wichtig. So. Wie geht es? So, Moment. Und dann die nächste. Weißt du, wo du hin musst? Ich hab das gemacht. Super. Ich brauch gar nicht. Super, Moritz. So, die sehen hier gut aus, beide. Die brauche ich gar nicht verändern. Und den hier muss ich noch kurz ein bisschen nach unten biegen. Einfach, auf einfach. Gut. So, wie ihr jetzt seht, forme ich die restlichen Formen immer weiter, schneide sie schön gerade, dann sind sie fertig. Und wenn ich fertig bin mit allen Formen und die gut aussehen, packe ich sie in Frischhaltefolie, damit sie ein bisschen biegsam bleiben und nicht austrocknen. So, es geht weiter. Ich werde den großen. Den großen Button. Mein Gott, voll Wasserfall. Da werde ich jetzt Das werde ich jetzt sozusagen so ein bisschen nachmodellieren.
lege ich wieder hinunter. Und werde jetzt die beiden Mini-Bubse da markieren. Das mache ich mit meiner kleinsten Lochtülle hier. Und werde hier 1, 2, 3, 4 Marker. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Hier. Gold! So, das gleiche hier auch. 1, 2, 4 Marker. So. Nochmal! Das ist ganz wieder zugedeckt. Nun forme ich aus Fondant, egal welche Farbe schnüre, die ich dann als Rolle zusammenlege, die kommt direkt unter meine 3 Sticks runter. Nun habe ich mir meinen schwarzen Fondant weich geknetet und rolle ihn aus. Ich nehme da Speisestärke immer für. Ich hatte am Anfang Puderzucker genommen und den konnte ich nicht mehr gut entfernen. Ich rolle also fleißig aus. Mein schwarzer Fondant hatte keine so tolle Substanz. Jetzt decke ich ein, merke leider nicht, dass die Kamera gar nicht raufschaut. Jetzt habe ich es gemerkt. Ich decke schön ordentlich überall ein, wobei ich sagen muss, mir sind leider zwei Ecken gar nicht schön geworden. Da lege ich nachher Geburtstagsschilder rüber. Ihr seht das dann an dem Foto. Das ist der Grund, warum ich da zwei so eine Schilder habe, weil mir meine beiden Ecken konnte ich auch nicht mehr halten. Die sind futschig gewesen. Mein Fondant war ein bisschen komisch vom Material her. Hat er nicht ganz so... War denn nicht ganz so elastisch, wie ich es wollte. Ja, ansonsten hülle ich schön die Kugeln alle nochmal aus. Die waren ja schon vorgegeben. Man macht die alle schön. Ich versuche da gerade zu retten, was zu retten geht, aber es sah trotzdem so schlimm aus, dass ich, wie gesagt, nachher was rüber will. Wen gehört das? Fabi. Ein Kuss für Mama. Da fehlt noch sowas. Der kommt jetzt gerade. Cool. Mama, ein Kuss. Und dann sagst du bis morgen. Schlaf gut, träume schönes. Und das hast du. Komm. Kann man schon sehen, ne? Ja. Das kann man erkennen. Und das auch. Und komm mal, Mutter. Geht nicht. Was? Geht nicht. Was? Du siehst bald ein Kontrolle. Cool, ja. Ein Xbox-Controller wird das. Ich kann ihn aufessen. Auf. Aber du. Sein Kuchen? Du, mein Süßer. Ja, ein Kuchen. Los. Kommst du jetzt mit? Ja, da fehlt mir ein Stück Video. Ich habe die Controller Sticks einfach eine kleine schwarze Kugel gerollt, ein Stück trockener Spaghetti, Kugel drauf auf das Loch, Spaghetti und den Oberstick.